Moin Moin und herzlich willkommen hier zu diesem etwas anderen Video mal bei mir auf dem Kanal. Wir schauen uns jetzt mal zusammen den neuen Pokémon-Trailer zu Karmesin und Purpur an. Ja, und ich dachte, wir machen einfach mal was Neues und gucken uns mal einen Trailer an, der heute rausgekommen ist, und ich will das heute schneiden und vielleicht seht ihr es heute. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt. Ist ein kleines Experiment. Wenn ihr es gut findet, lasst mir gerne Like und Abo da und auch einen Kommentar, wie ihr es wirklich fandet. Würde mich interessieren, dann machen wir es vielleicht einfach mal öfter. Ja, und jetzt will ich gar nicht lange rumschnacken. Das Video ist zur Sekunde rausgekommen und das schauen wir uns jetzt zusammen an. So, und wir starten direkt rein. Ich bin gespannt. 3 Minuten 22 ist das Ganze lang und wir schauen jetzt mal. Also Lamos ist dabei. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Es wird wahrscheinlich alles schnell. Kupfanti haben wir am Start, also auch Galar-Pokémon. Da war was Neues, da war was Neues. Zu viel Neues. Zu viel Neues auf einmal. Okay, man kann Sachen markieren für eine Map. Die Krabbe finde ich geil. Ich liebe Kinder, ihr wisst es. Die Straße der Sterne. Stelle dich rebellischen Schülern. Ist das jetzt eine der Stories? Also scheinbar das Schurkenteam, die Sterne kennen wir schon. Team Star macht Sinn. Also wir wissen jetzt, wie das böse Team heißt. Und wo auch dieser komische Bus zugehört. Okay. Endemon kennen wir schon, Koriogel, Kulta, okay. Da ist der Bus, der Geisterbus, wo keiner fährt. Scheinbar die Chefin. Jetzt guck ich. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht weggucke. Birsa, okay. Also das scheint ja eine der Hauptstories zu sein, wenn das jetzt wirklich die Kampfanimation war mit den Versus, finde ich leider nicht so cool. Aber das scheinen ja die drei unterschiedlichen Stories zu sein, ne? Pfad der Legenden. Das Kram-Pokémon finde ich mega cool. Also den kennen wir ja auch schon. Sondergrad Herrscher-Pokémon. Scheint so. Also ein Feature aus Sonne und Mond, was zurückkommt. Wenn das alles kombiniert wird, finde ich es irgendwie mega cool. Klippe. Okay, der Name ist so mega cool. Die Musik erinnert mich mega an Super Mario, wenn man da auf 64, wenn man unten unterwegs ist. Und Weg des Champs, okay. Also das finde ich geil. Man hat diese Schurkenteam, was scheinbar eine extra Story hat. Klar, die Arenen und dann noch die, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Herrscher-Pokémon. Also alles irgendwie so ein bisschen kombiniert. Okay, auf sowas kann ich ehrlicherweise verzichten. Das war beim Diktar ganz okay, aber wenn das jetzt so ein Hauptding wird, brauche ich es glaube ich nicht unbedingt. Okay, Pflanzenarena-Leiter sah jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Aber scheint ja auch einer der ersten zu sein. Ich meine, die skalieren ja nicht mit, aber wenn da Olinie ist, Mogelbaum hat mega viel Struktur gehabt. Charakterisieren. Also da bin ich gespannt. Also ich finde das in den drei Geschichten eh cool. Und wenn man jetzt Herrscher-Pokémon, also Sonne-Mond-Hauptfeature und das übliche Pokémon-Hauptfeature hat. Ich markiere mal, wo Map setzen kann, finde ich cool. Schau mal vorher auch schon, ich weiß, bei Legenden zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob Schwert und Schild gehen. Ist das ein Pokémon? Was sind das für Pokémon? Sieht aus wie Mega Man. Sieht wie Power Ranger. Okay, fand ich nicht schlecht. Also wir haben jetzt die Geschichten gesehen. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich die Starter sehen. Und wir gucken jetzt mal, ob wir zu diesen ganzen neuen Pokémon was auf der Website finden. Ich bin gespannt. Ja, also auf der Website steht ein bisschen was. Wir haben hier einmal der Weg des Champs, die Route zum Champ-Rang. Also ne, ganz normal, 8 Arenen wird es geben. Und das, was wir mit Sonnenflora gesehen haben, ist sowas, wie wir ein Schwert und Schild haben. So kleine Challenges scheinbar nur, die vorweg sind. Dann ist es wieder okay, wobei ich dabei Schwert und Schild auch nicht so ein Riesenfan von war. Hätte ich nie gebraucht. Weiß ich nicht, ob ihr die cool fandet oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der erste Pfad und der ist auf der Website halt dementsprechend jetzt noch ein bisschen ausgeschmückt mit der Präsidentin etc. Also jetzt nicht so viel Interessantes, was da steht. Die zweite Geschichte ist der Pfad der Legenden. Das ist das mit den Herrscher-Pokémon, wo wir eben die neue Krabbe gesehen haben. Und da sollen wir Gewürze suchen mit Pepper, dem Koch.
Ich weiß gar nicht jetzt, ob er auf Deutsch Pepper hieß oder auf Englisch. Wobei auf Englisch wahrscheinlich eher nicht, weil Deutsch Pfeffer, Gewürze, ha. Also auf jeden Fall sollen wir seltene Gewürze mit ihm suchen und dafür müssen wir halt diese Herrscher-Pokémon besiegen. Bis jetzt steht da noch nichts, ob die irgendwas mit ja, den Alola-Herrscher-Pokémon zu tun haben oder ob sie es einfach nur wieder aufgegriffen haben. Warum man jetzt Gewürze mit ihm sucht, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich wieder so eine Pokémon-Story, die kein Mensch braucht. Aber ich finde cool, dass die Herrscher-Pokémon zurückbekommen sind, dass wir jetzt beides in einem Spiel haben. Und ja, mal gucken, wie ausgewogen das ist. Ich bin eh mal gespannt, weil wenn wir die Arena-Leiter durchhaben und dann vielleicht uns erst einer anderen Story widmen, ob man sagt, okay, ich spiele alles mit unterschiedlichen Teams durch. Weil wenn ich der Pokémon-Champion bin und dann fange ich an, die ersten Gewürze zu suchen, dann müsste ich ja alles locker wegklatschen. Weil ich glaube nicht, dass es mit skaliert. Könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr euer Plan da ist. Parallel oder alles auf einmal? Und das letzte ist das Schurkenteam. Ich muss es jetzt ablesen. Tritt den Unruhestiftern der Akademie auf der Straße der Sterne entgegen. Okay, sehr, sehr sperrig. Ich hoffe, das heißt dann da doch irgendwie anders. Und ja, das sind die Schüler, die Unruhe stiften, die in der Akademie waren. Das sagt der Titel ja schon. Und man muss gegen die kämpfen. Gegen ja, ein paar Rüpel im Endeffekt und am Ende kommt ein Boss mit ja, diesem komischen Auto. Und scheinbar sind das halt einfach so ja, Lager, wie man es aus anderen Spielen kennt, die man erobern kann. Vermute ich jetzt einfach mal, ob es dafür dann eine coole Belohnung gibt oder nicht und wie viele es davon gibt, ob es repetitiv wird oder ob wir quasi in Anführungszeichen nochmal Arenen bekommen, weil wir kämpfen gegen mehrere und am Ende gegen den Boss ist ja prinzipiell erstmal ähnlich zu einem Arena-Kampf. Und ja, mal schauen, was das wird. Klingt auf jeden Fall interessant. Und dann gucken wir nochmal, ob die Seite auch ein paar Infos zu den neuen Pokémon hat. Ja, und das erste Pokémon, wo wir den Namen auch schon zu wissen, ist Klibbe. Ich weiß immer noch nicht, also Klippe und Krabbe wahrscheinlich, die Kombo, weil es ja auch so an der Felswand hing. Prinzipiell mit jedem neuen Krabben-Pokémon bin ich schon mal fein. Ich weiß nicht, ob es noch mal im Sternzeichen Krebs liegt, dass ich Krabben mag, aber kann durchaus sein. Designtechnisch finde ich es in Ordnung. Dadurch, dass es ein Herrscher-Pokémon ist, vermute ich, dass es halt auch die Endentwicklung ist, dass es keine Vorentwicklung oder Weiterentwicklung gibt. Wobei Vorentwicklung könnte halt durchaus sein, da es aber schon als erstes gezeigt wurde. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Axanto war ja bei Legenden Arceus auch das erste, was wir gesehen haben, als ja quasi Herrscher-Pokémon. Und da ist Sichlor ja auch eine Vorentwicklung von. Und von daher, vielleicht kriegen wir sie da. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Die Augen kommen so ein bisschen komisch raus, aber hey. Was soll's? Gucken wir mal, was Klippe dann am Ende bringt und vielleicht nehme ich es mal mit ins Team. So, und wir haben auch Infos zu den anderen beiden Pokémon, die in neuem Trailer ganz kurz zu sehen waren. Und das erste haben wir hier. Wir haben Crimanzo, würde ich mal sagen, spricht man das aus. Exklusiv für Karmesin. Sieht auch ein bisschen altertümlicher aus als ja, das andere Pokémon, was wir im Trailer gesehen haben, was wir uns gleich noch angucken werden, wo ich den Namen auch noch nicht weiß. Ist ein Feuer-Psycho-Pokémon, finde ich eine ganz coole Typenkombination. Optisch erinnert es mich irgendwie halt immer noch an Mega, eine Mischung aus Mega Man und Magbrand. Irgendwie so. Da würde ich so ungefähr hingehen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, ich werde selber Purpur spielen. Bin mir noch unschlüssig, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber sieht erstmal ganz interessant aus, das Gute. Und als letztes haben wir Azuglades. Und das finde ich sieht mega nice aus. Exklusiv für Pokémon Purpur und hat den Typ Feuergeist. Also die scheinen irgendwie zusammenzuhängen. Und wenn ich mir das jetzt so angucke mit dem Glades, es soll ja, gab Gerüchte, dass es eine Weiterentwicklung von Galagladi gibt. Gladiantri? Ich kann es mir wieder nicht merken, wer welches ist. Und das würde ja vom Namen her schon mal passen, von den Schwertern auch, dass man sagt, okay, das eine ist die Zukunftsform und das andere ist die Vergangenheitsform, was ja das Hauptfeature der Spiele sein soll. Also könnte sein, dass wir hier eine Weiterentwicklung oder die, ja, das gab einen Namen für diese Form, der fällt mir gerade nicht ein, dass das die einfach die Form sind, die Zukunftsform und die Vergangenheitsform von Galagladi. Kann sein, muss aber nicht. Können auch komplett eigenständige Pokémon sein, aber das hier finde ich sieht mega nice aus und Feuergeist auch eine coole Kombo. Auf jeden Fall sehr großes Potenzial, es ins Team zu schaffen, würde ich sagen. Ja, und das war der Trailer mit einer kleinen Reaktion von mir. Ihr könnt mir gerne mal wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt, ob wir das öfter machen sollen. Ich mache das Thumbnail auf jeden Fall spoilerfrei, damit, wenn Leute sich nicht spoilern lassen wollen, das auch nicht übers Thumbnail passiert. Aber
Ich fand es irgendwie ganz cool, jetzt so als erstes Experiment. Man könnte zukünftig natürlich auch ein bisschen mehr noch auf die Pokémon eingehen. Es gibt ja noch Infos. Ich wollte jetzt noch nicht gleich beim ersten Mal ausarten lassen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Freue mich über ein Abo. Wir sind kurz vor den 900 und bei 1000 gibt es ein geiles Opening. Ansonsten habe ich gerade die Versandbestätigung bekommen, dass mein Display von Verlorener Ursprung, ich konnte mir das Set mal endlich merken, verschickt wurde. Heißt, wir sollten Sonntag auf jeden Fall das Display öffnen können, wenn die ETB nicht vorher kommt, weil dann wird die geöffnet. Also, wenn ihr das neue Set nicht sehen wollt, wir haben Gradings, die zurückgekommen sind. Wir gucken uns noch Pokémon-Spiele an, das habe ich euch versprochen. Also, es passiert sehr, sehr viel in Zukunft hier auf dem Kanal. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.